meine Lieben. Ja, ich habe wieder ein Craft-Update für euch. Und zwar habe ich diesen Love Center Barbierblock in 12x12 bestellt. Und den passen wir in A4. Da habe ich jetzt allerdings schon etwas Kuddelmuddel drin. Deshalb zeige ich euch das. Also das ist dann das Cover von dem A4 ist gleich. Nur es sind beim A4 noch Die-Cuts dabei, was da nicht der Fall ist. Und ich zeige euch jetzt mal die ersten Karten. Und ich glaube, das Video werde ich in zwei Teile, also an zwei verschiedenen Tagen dann drehen, weil ich noch einige nicht fertig habe. Also erstens mal habe ich diese gemacht. Ganz einfach, da wollte ich mal das Glitzerpapier benutzen und möglichst viel vom Glitzer sehen lassen, sage ich mal. Da sind wieder solche Schleifen dabei, wie dem wie bei den anderen Paws-Tuff kleinen Paperback. Und da sind die halt dementsprechend in größer drinnen. Aber sonst vom Prinzip her genau gleich aufgebaut. Und da habe ich eben Die-Cards und noch andere Papiere draufgeklebt. Sind wieder vom Action die ganz normalen Kartenbases. Dann habe ich dieses. Das sind die Kartenbases, die ich mal beim Dieter bestellt habe. Die sind so nicht scharf heute. So strukturierte. Ja. Keine Ahnung, was der hat. Die Struktur möchte er nicht scharf stellen. Egal. Also diese Karte, da wollte ich halt die Bäume, dass man den Baum ein bisschen sieht. Dann geht's weiter mit dieser. Ist auch wieder der Weihnachtsbaum. Das sind eben also Die-Cuts, die in dem Set sind. Dann dieses Kärtchen. Ich habe lange überlegt, ob ich da wieder die Ränder schwärzen sollte, aber ich habe mir gedacht, ich lasse das so, weil es bei den Papieren doch etwas hart wirkt, wenn die dann geschwärzt sind. Ups. Dann habe ich einige gemacht und da fehlt mir eben noch die kleinste Größe, das habe ich nicht mehr fertig bekommen. Ihr habt da ja diese Stanzen, sechseckigen in verschiedenen Größen und da habe ich drei verschiedene Größen von den unterschiedlichen Papieren gestanzt, weil ich mir gedacht habe, da sieht man vieles und es verdeckt eben nicht so viel, da man eben überall die gleichen Größe hat. Da habe ich einmal diese, dann diese, das sind jetzt die Größen, die ich benutzt habe. Ich habe größere auch noch. Aber ich habe halt gedacht, das schaut bei den kleineren schöner aus. Wenn dann wieder das nochmal größer ist, dann hat der wieder nicht viel Platz. Und das ist jetzt, glaube ich, auch schon die andere Größe. Ne, ist noch die gleiche Größe. Das ist auch noch diese. Also es sind dann eigentlich alle ziemlich gleich aufgebaut von dem her. Aber ich finde sie ganz schick. Und das ist dann die größere Größe, die ich noch benutzt habe. Da haben dann eben weniger Platz natürlich. Und ich habe halt auch viel geschaut, dass ich die Motive schön habe. Das war dann nur so ein Rest, den ich draufgeklebt habe. Wenn ich gedacht habe, das ist ja der Fokus eher auf diesen. Dann kann da ruhig so der Rest sein quasi. Und dann habe ich noch so normale, sag ich mal, so wie ich es sonst halt immer mache. Wie Cards, Sketches. Diese. Die finde ich auch ganz cool. Da habe ich dieses Mirror-Papier, Spiegelpapier vom Action mal benutzt. Weil jetzt wirklich sehr fleißig am Aufbrauchen bin. Das Papier habe ich neu gekauft und schon beim Verbasteln, also ich bessere mich, meine Lieben. Und dann habe ich zwei 13x13, glaube ich, sind sie.
nur gemacht. Einmal das, das ist so grün vom Action auch. Und einmal Türkis, das ist wieder so Card Sketch-like. Ja, das passt und ihr hängt da eben dann was dran. So, und weiter geht's auch schon mit Weihnachtskarten. Und zwar in demselben Stil habe ich dann auch noch mit den kleineren Sechsecken gemacht, habe ich aber glaube ich auch erwähnt schon, drei Stück gemacht. Also einmal weiß, einmal eine grüne und einmal eine blau oder türkis, je nachdem, wie man das sehen mag. Und dann kommen wieder andere Stile, sage ich mal. Also einmal diese. Da habe ich dann wieder mit Sticker gearbeitet, weil ich so viel da habe. Diese Knöpfe da sind von Doreen Beads. Dann dieses. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das Weiß ist zu hart gewählt, aber ich finde sie dennoch schön gelungen. Da die Karte selbst ja auch weiß ist, geht es eigentlich eh wieder. Dann dieses Engelchen. Also wirklich einfach mal Karten, wo ich ein paar Sticker benutzt habe. Irgendwie so mit einem Die-Cut. Damit halt die auch mal unter die Leute kommen. Meine ganzen doppelt- und dreifachen Sticker. Dann diese. Auch wieder so eine mit Kraftpapieren. Da habe ich nicht so viel Kraftpapier. Aber ich wollte das auch mal etwas anfangen zu benutzen. Dann der süße Santa auf dem Flieger. Das sieht man nicht so gut, weil der so brutal glitzerig ist. So sieht man vielleicht besser. Und da ist nur das Rentier hinten drinnen. Dann noch ganz einfache. Nur mit so Papieren. Diese. Da habe ich dann auch überall dieses Spiegelpapier einiges benutzt. Weil da habe ich auch vieles da und selten benutzt. Also bin momentan wirklich brav beim Benutzen. Da habe ich auch noch Sticker drauf geklebt. Damit mein Zimmer mal endlich weniger aus den Nähten quillt. Aber das bringt bis jetzt noch gar nichts. Obwohl ich echt viele Karten daraus gebastelt habe. Dann diese. Wir nähern uns dem Ende meiner ganzen Weihnachtskarten. Einmal noch dieses. Das, also die alle sind schon auf Pinterest, aber auf dem Foto, glaube ich, hat man das gar nicht so gesehen, dass das noch mit so Sternenprägung ist. Da ist Merry Christmas, das sieht man jetzt da im Video wieder weniger gut, weil es so schimmert. Und dann habe ich noch diese gemacht. Da habe ich auch mit Fineliner die Bänder quasi gezeichnet, aber das sieht man jetzt im Video gar nicht gut, weil das so brutal schimmert mit dem Spiegelkarton. Aber in Real Life sieht man das schon. Ich weiß nicht, wie es halten soll. Dass man, ja, so sieht man das da ein bisschen. Ja, das war's auch schon. Keine Ahnung, ob ich noch welche mache oder nicht. Ja, ich hoffe, es gefallen euch und bis zum nächsten Video. Tschüssi!